Hallo bei echten TV. Ich bin der Andi, begrüße euch zur nächsten Folge. Euro Truck Simulator 2, wir sind jetzt hier wie am Hafen von Vigo. Und wir fahren 98 Kilometer. Und wir fahren nach Corona. Die Corona ist ein Corona-Organisationsausbruch. Also unterwegs eine Pause machen müssen, weil sonst kriegen wir Ärger. Wir haben jetzt wieder hier diesen Volvo, aber diesmal in Blau, und wir haben jetzt auch einen Anhänger, einen längeren Anhänger als vorhin in der letzten Folge. Und wir fahren jetzt für die Ocean Solution Group und wir wollen natürlich diesen Auftrag so gut wie möglich. Jetzt los, jetzt hat. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschließen. Deswegen fackeln wir nicht lange rum. Genau, wir werden, ich bin immer noch in dem neuen Addon Iberia. Eventuell auch nochmal irgendwann. Und dann noch irgendwann was in andere Teile der Karte kommen. Aber aktuell fahren wir noch ein bisschen durch Spanien durch. Genießen einfach den Flair. Also ich muss auch von der Gestaltung her. Ups. Von der Gestaltung her gefällt es mir echt besser als Fernbus-Simulator, muss ich echt sagen. Ich weiß, Fernbus-Simulator passt besser zu unserem Thema ÖPNV. Aber ich muss sagen, von der Kartengestaltung her fehlt das hier einfach eindeutig besser. Wir sind ja hier, wir fahren hier am Containerhafen vorbei und bei Fernbus-Simulator ist ja echt wirklich vieles einfach nur gleich, einerlei, und hier ist einfach wirklich totale Unterschiede und das finde ich richtig toll, muss ich sagen. Schaut euch mal an, das sieht doch richtig toll aus. Hier rein? Ja. Ich finde sie genial gemacht. Hier so ein Tunnel, wo ist eine Unterquerung? Ne, führt den richtigen Tunnel rein. Also das gefällt mir wirklich, muss ich echt sagen, auch wenn es jetzt nicht 100%ig zum ÖPNV-Thema passt, finde ich es einfach wirklich viel abwechslungsreicher als Fernbus-Simulator. Und ich habe jetzt nicht die Pro-Mod aktiviert, ich habe die Pro-Mod, aber ich habe sie jetzt bei diesem Spielstand nicht aktiviert. Ich möchte euch einfach erstmal am Anfang die erste Zeit das normale Spiel zeigen, bevor wir dann irgendwann in die Pro-Mod wechseln. Ich weiß, dass einiges sieht das schon wirklich schöner aus, aber trotzdem erstmal für den Anfang. Wir müssen. Müssen wir hier hoch? Doch. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verfahren. Ich habe mich verfahren. Egal. Oh, schaut euch mal das an. Ich würde mal kurz anhalten. Weil natürlich jetzt alles absichtlich die Verfahrerei. Das wisst ihr ja. Das war jetzt natürlich alles geplant. Aber ich finde es doch sowas, finde ich einfach herrlich.
Ja, aber mal kurz ein Foto machen davon. Weil ich finde sowas einfach herrlich. So kurz noch. Ah, okay. Ja, wir haben uns verfahren. Macht aber nichts. Ist ja wirklich sehr abwechslungsreich hier und ich weiß, ich bin viel zu schnell. Hab doch nichts. Ja, müssen wir einfach nochmal. Boah, schaut euch mal an, sieht doch toll aus. Was ist los? Jetzt. Aber was ich vergessen habe, das war. Passt alles. Okay. Gut. Schau mal an, wir fahren hier so auf eine Brücke über die Autobahn drüber. Und auch. Einfach herrlich, Leute. Ich weiß, in der Promo ist auch ein bisschen Griechenland dabei. Ich würde mir auch mal freuen, wenn wirklich eine richtige ganze Griechenlandkarte kommt. Und darauf würde ich mich mal richtig freuen, sage ich euch ganz ehrlich. Weil. Das wäre schon super. Müssen wir jetzt abbiegen? Nee. Nee. Hoppala. Schalten Sie bitte die Poller auf der Autobahn ab, bitte. Ja, sowas gibt es im Fernbus-Simulator auch nicht und deswegen finde ich sowas einfach herrlich. Und hier Hinweise, dass es sich einengt. Also muss ich glaube ich nochmal hier raus. Oder? Ja, ich muss mal fahren. Was ist passiert? Passiert. Upsala. Wie habe ich das jetzt angestellt? So ihr Lieben, ich habe jetzt einfach uns zur Werkstatt abschleppen lassen. Ah, Corona fahren wir. Und jetzt sind wir bei der Werkstatt. Und Wartung. Machen. Okay.
so dämlich. Der Unfall, der mir passiert ist, wirklich so, so dämlich. Stopp. Was mir passiert ist hier. Es ärgert mich sehr, dass ich da irgendwie diesen blöden Unfall gebaut habe. Aber so konnten wir einfach den Spielstand retten. Und das ist das Wichtigste einfach. In das Hintereck, muss ich sagen. Tja. Hier. Rico zurück, wir wollen ja nach Dings. Ah, Corona. Ah, okay, ich passe schon. Ah, Corona und ist die gleiche Richtung. Okay, das ist gut. Dem nicht der Unfall, aber wenigstens kann man es zurücksetzen und vergessen. Hört euch an, das ist die Landschaft hier ganz anders hier. Mit diesen Felsen. Einfach herrlich. Einfach herrlich. Ah, wir müssen hier lang. Weil jetzt Landschaft habe ich gar nicht gesehen, das ist ja das eine Ausfahrt war. Gut, dass die abgesperrt war, sonst wäre ich vielleicht ganz falsch gefahren, mal wieder. Nee, wir waren gerade auf, wir wollen nach Arcaruna. Ohne Unfall, wenn es geht. Aber ich hätte mich so nicht mehr aus der eigenen Lage zurück befreien können. Deswegen muss ich einfach mal kurz auf Pause drücken, gucken, wie die Tastenkombination war. Jetzt weiß ich es hoffentlich fürs nächste Mal, ihr könnt dabei sein. Aber ich muss erstmal selbst gucken, weil bei. Stimmt schon, oder? Ich hoffe. Wo haben wir wieder verfahren? Nee. Doch. Passt schon, oder? Nee, passt schon. Schaut doch mal, das hier ist genial. Oh. Warte mal kurz. Ich verursache jetzt einen kleinen Stau, aber es ist wurscht. So. Wow, sehr schön.
sehr schön. Also es ist wirklich sehr schön hier und versetzt einen so ein bisschen in Urlaubsstimmung. Und ihr könnt mir gerne Tipps und so weiter reinschreiben in den Kommentaren, aber ich würde es natürlich erst immer noch nicht so befallen können, weil ich nehme gerade einfach mehrere Folgen auf einmal auf. Ihr wisst, das mache ich eigentlich selten, aber jetzt macht es einfach gerade viel Spaß und deswegen nehme ich mehrere auf, weil nächste Woche hat meine Oma viele Termine, ein bisschen Freising wegen Corona-Test und wir müssen Ergo und die Ganggymnastik, ich muss natürlich auch Haushalt machen, einkaufen, etc. Soll ich hier gar nicht lang fahren? Scheiße. Mist, das habe ich übersehen. Es regnet auch noch. Ja, hier hast du recht. Hier geht's auf den Parkplatz. Da sind die Standstreifen. Scheinwischer. Ich hab's vorhin gelesen, glaube ich. Ich hab's aber wieder vergessen. Optionen. Steuerung. Ich hab die irgendwie einspielen müssen, lange nicht gespielt. So. Genau. Ich hoffe, der Regen hört bald wieder auf, weil mit Regen macht es natürlich nicht so viel Spaß wie ohne Regen. Aber wir werden ja auch so jetzt nicht auf einmal aufnehmen können. Jetzt los. Da ist eine Raststelle, da fahren wir jetzt auch hin.
Ist unser Platz belegt? Fährst du? Okay, super. Du fährst. Also, ich bin auch noch ein Platz frei gewesen. Dann sollten wir natürlich mal wieder zum Ende der Folge mal wieder ein bisschen Ja, 35. Scheiße. Dann haben wir total Mist gebaut. Oh, Scheiße. Oh, sorry, Leute, ich muss da noch üben. Ich setze uns zurück in die Werkstatt. Weil ich das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen können. Okay, Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es aufgefallen, dass es obwohl das chaotisch war. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Servus, Andi. Macht's gut.